Ja, mein Name ist Peter Polter, ich bin Landrat im Landkreis Heidenheim. Wir befinden uns hier in Heidenheim auf dem Schlossberg im Kongresszentrum Heidenheim und ich freue mich, dass heute unser Kreisimpfzentrum für den Landkreis Heidenheim an den Start geht. Wir haben alles sehr gut vorbereitet. Der Impfstoff ist gestern eingetroffen, sodass wir heute loslegen können hier auf dem Schlossberg mit 30 Impfungen und am Wochenende mit 50 Impfungen. Unser mobiles Impfteam ist aber auch unterwegs in einem Seniorenheim im Landkreis, dass auch dort die Impfungen weitergehen. Und es ist gut, dass wir heute starten können. Infiziert. Rund 1,5 Millionen Menschen mit Covid-19 sind verstorben. In Baden-Württemberg. Jetzt geht es endlich los, ja? Ja. Sie sind auch Sonntag. Jawohl, genau. Freuen wir uns doch, dass Sie als Erster da aus dem Landkreis heute geimpft worden, ne? Ja. Doch, sind wir stolz. Gut, also, herzlich willkommen, ja? Ja. Sie sind ja schon gut aufgenommen worden von unseren Damen, denke ich. Ja, doch, gut. Wunderbar. Hat uns also, dann gleich weiter zur Station mit Fiebermesse, ja? Und dann zur Registrierung, ja? Seid ihr durch soweit? Gut, also, dann warten wir geschwind. Herzlich willkommen. Wird bei Ihnen Fiebermesse geschwind, dass wir da auf Nummer sicher sind. Mit der Haare ein bisschen aus dem Gesicht nehmen, super. Dankeschön. Okay. So, jetzt erleben wir nochmal. Dann schwenken wir doch gerne an den 20 Jahren. Genau. Registrierung für uns. Genau. Jetzt gehen wir da hat er direkt durch. Gut, also dann geht es gleich weiter zum Impfen, gell? Da bleibe ich jetzt schön draußen auch. Braucht man das jetzt, oder? Genau. Und der ist noch ein Kopf, der Alte. Ich würde mich freuen. Ja, wäre das. Ich glaube alle, ja. Alle hätten es irgendwann einmal gemacht, gell? Also ich helfe mir auch gleich erstmal mit dem Zimmer. Der Arm einfach locker hängen lassen. So. Ganz innen gut? Bis jetzt mal nichts mit Ihnen? Nö. Alles in Ordnung? Nö. Also der Wartebereich ist hinter uns. Mhm. Halbe genau. Stunde bitte. Auf langsam. Kann sie mit ihrer Tochter. Und auf der linke Seite stand Abmeldung. Da kann sie dann nochmal durch. Die nehmen Ihnen das weg, was sie mit heute nicht mehr da haben. Ja. Ist okay. Bis in drei Wochen bleiben Sie gesund. Jawohl. Tschüss. 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 Ade. So, alles so. Jawohl, das erledigt. Ist das richtig? Beim zweiten Mal klappt es dann hoffentlich auch noch. Ja, da gucken wir mal jetzt aus. So ist das, gell? Drei Wochen. Ja, genau. Habt ihr auch wieder einen Termin hier dann? Ja. Gut, genau. Also. Jetzt müssen Sie noch ein bisschen warten, glaube ich, gell? Ja.